Und wir legen jetzt los. Wir starten mit dem ersten Vortrag. Unser Gesamtthema lautet Jesus mittendrin. Und ich darf hinweisen auf das Arbeitsmaterial, das wir allen ausgegeben haben in den gelben Mappen. Sie finden dazu Handouts. Schlagen Sie das am besten auf. Da können Sie auch Ihre Notizen noch einfügen. Und so hoffen wir, dass jeder möglichst viel mitnehmen kann, um es dann zu Hause weiter zu verfolgen und weiter zu studieren. Jesus mittendrin. Das ist das Motto dieser Bibeltage und das ist hoffentlich auch die Wirklichkeit dieser Bibeltage. Jesus mittendrin. Wir haben es dem biblischen Buch entnommen, dieses Motto, das wir jetzt ab diesen Bibeltagen für die kommende Zeit miteinander studieren wollen. Das Buch der Offenbarung. Der Buchtitel Offenbarung ist zugleich das erste Wort dieses Buches, das in unserer Bibel ganz hinten steht. Apokalypsis, daher das Wort Apokalypse. Meist bezeichnet als die Offenbarung des Johannes, weil der Jünger Johannes das aufgeschrieben hat. Wörtlich steht dort aber Apokalypsis Jesu Christu. Das heißt, es ist die Offenbarung Jesu Christi. Die Offenbarung von Jesus Christus und die Offenbarung über Jesus Christus. Und deshalb ist der Titel dieser Einleitung Jesus das Zentrum der Offenbarung. Jesus mittendrin. Jesus steht im Zentrum dieses Buches, aber auch im Zentrum der Gemeinde. Das sehen wir gleich im ersten Kapitel, Vers 12, wo es heißt, da sagt Johannes, ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Das ist eindeutig Christus. Die 7 goldenen Leuchter sind ein Symbol für die Gemeinde Jesu Christi. Das wird in Vers 20 dann erklärt. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und der 7 goldenen Leuchter ist dies. Die 7 Sterne sind Engel, also wörtlich Boten der 7 Gemeinden, und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. 7 Gemeinden. Und mittendrin ist der eine, Vers 13, mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, Jesus. Jesus mittendrin. Und das ist das zentrale Thema dieses Buches, das sofort entfaltet wird in einem ersten Überblick in den Versen 12 bis 18, das zentrale Thema der Offenbarung, die Herrlichkeit Jesu für seine Gemeinde. Er ist präsent in seiner Gemeinde, Sie haben das alles aufgeführt hier. Er tritt ein für seine Gemeinde als Hohepriester, er reinigt seine Gemeinde, er leitet seine Gemeinde mit dem Wort, er hält seine Gemeinde fest in der Hand, er schützt seine Gemeinde, er spiegelt in der Gemeinde seine Herrlichkeit. Also wir sollen als Gemeinde ein Widerschein der Herrlichkeit Jesu sein. Er tröstet seine Gemeinde und er garantiert das ewige Leben seiner Gemeinde. Das ist das zentrale Thema. Die Offenbarung ist also von Anfang an ein Buch für die Gemeinde und über die Gemeinde im Licht der Herrlichkeit Christi. Zur Stärkung der Gemeinde, zur Orientierung der Gemeinde, zur Prüfung der Gemeinde. Die Offenbarung ist demzufolge nicht ein Steinbruch für Sensationsprediger, die gerade wieder entdeckt zu haben meinen, welcher aktuelle Politiker zu welcher Figur dieses Buches passt. Wir kennen ja diesen Reflex, den es seit Jahrhunderten gibt. Da geschieht irgendwo eine Katastrophe, beziehungsweise das, was bestimmte Leute für eine Katastrophe halten oder als eine Katastrophe ausgeben wollen. Und garantiert erscheint schon bald irgendwo ein Flugblatt oder ein Video. Schau, das findest du hier in der Offenbarung. Das ist das 6. Siegel. Da lässt die Fantasie ihre Zügel schießen, aber das hat mit ernsthafter Bibelauslegung wenig zu tun. Ich erinnere mich noch sehr genau an ein Interview mit John MacArthur im Frühjahr 2020, als ich schon abzeichnete, dass die angedrohten apokalyptischen Zustände in Verbindung mit dem Coronavirus die Erfindung bestimmter Interessengruppen waren und nichts mit der medizinischen Wirklichkeit zu tun hatten. Keine Übersterblichkeit, keine Triage auf den Intensivstationen
Und auch die medial inszenierten Leichentransporte aus Bergamo hatten ganz andere Gründe. Das ist inzwischen alles bewiesen. Aber wer kritisch hinschaute, konnte das schon im Frühjahr 2020 erkennen. Und wir als Gemeinde sind dankbar für unsere Mediziner, die uns geholfen haben, das sehr früh zu erkennen. Es gibt übrigens, weil das nicht vergessen werden darf, einen interessanten zusammenfassenden Artikel, eine Bilanz gewissermaßen Ende letzten Jahres, veröffentlicht bei Cato von Professor Paul Cullen. C-U-L-L-E-N, vielen sicherlich bekannt. Professor Cullen ist Labormediziner und Molekularbiologe. Und er hat das nochmal zusammengefasst, was dort geschehen ist, und kommt dann zu folgendem Ergebnis. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass wir in Deutschland keinesfalls recht gut durch die Pandemie gekommen sind, wie Karl Lauterbach im April 2023 behauptete. Vielmehr hat sich die Pandemie als Katastrophe erwiesen. Die gesundheitlichen, wirtschaftlichen, psychischen und sozialen Schäden werden sich erst in Jahrzehnten beziffern lassen. Sie sind aber nicht der Gefährlichkeit eines grippalen Infekts zuzuschreiben, sondern durch überzogene und teilweise hysterische Reaktionen seitens der Entscheidenden unserer Gesellschaft entstanden. Das Argument, man habe es zum jeweiligen Zeitpunkt nicht besser wissen können, ist nicht glaubwürdig. Bis Corona wurden Infektionsausbrüche durch Quarantäne der Kranken und nicht durch Wegsperren der Gesunden bekämpft. Die Lockdowns und sonstigen Beschneidungen elementarer Grundrechte hätten also einer besonderen Rechtfertigung bedurft, die es jedoch zu keinem Zeitpunkt gab. Wir kommen nicht umhin, die Schuldfrage zu stellen. Zitat Ende, soweit Professor Paul Cullen. Das ist inzwischen alles bewiesen. Aber wie gesagt, wer kritisch hinschaute, konnte das schon im Frühjahr 2020 erkennen. Und trotzdem gab es wohlmeinende Christen, die in ihrem Eifer die Offenbarung in Anschlag brachten und dort nach Identifikationen dieser Zustände suchten. Und John MacArthur sagte dann in diesem Interview sinngemäß: Wer in den aktuellen Vorgängen eine Parallele zu den Katastrophenschilderungen der Offenbarung liest, sieht, der soll bitte Offenbarung 6 zum Beispiel lesen. Und dann wird er sehen, wie absurd das ist. Offenbarung 6, Nummer Vers 8. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und siehe, der darauf saß, dessen Name war der Tod, und die Hölle folgte ihm nach, und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Oder Vers 12. Und ich sah, als das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird, und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Sie werden mir zustimmen, das alles ist nicht geschehen. Und das zeigt, wir brauchen ein gründliches, ein solides Verständnis dieses Buches. Weil wir so dringend der Orientierung bedürfen, die Jesus uns durch die Offenbarung geben will. Schauen Sie, wie das beginnt. Da liegt eine starke Dringlichkeit in diesen Versen. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi ab Vers 1, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze oder in Bälde geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat, das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat in dieser Vision. Selig ist der da liest und die da hören die Worte der Weisung und behalten, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Bald steht da, in Kürze. Das heißt, es wird etwas plötzlich geschehen. Der nächste große Einschnitt der Heilsgeschichte wird das sein, was hier steht. Was dann kulminiert in der Wiederkunft Jesu Christi. Und das ist das Spannende, eine Frage, die wir immer wieder an die Offenbarung stellen werden. Welche dieser Vorhersagen haben sich 2000 Jahre danach bereits erfüllt und welche stehen noch aus? Und so werden wir in der Bibel immer wieder vor diese Spannung gestellt. Jesus kann jederzeit wiederkommen. Jesus kann nach biblischer Geschichtsoffenbarung wiederkommen, während wir diese Bibeltage miteinander begehen. Das wäre doch auch interessant, eine Wiederkunft zu den Bibeltagen, die sich mit der Wiederkunft Christi befassen.
Zugleich macht die Bibel deutlich, dass die Wartezeiten uns manchmal sehr, sehr lange vorkommen. 2. Petrus 3, 3 bis 4. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Das ist die Spannung. Und um den Überblick nicht zu verlieren, haben wir nur eine Chance. Wir müssen versuchen, dieses Buch der Offenbarung in seinem großen Zusammenhang zu verstehen. Und dann werden wir mit Gottes Hilfe erkennen, wie es eine Schneise schlägt mitten durch unsere Zeit hindurch. Und wir werden immer wieder auf diese befreiende Kernbotschaft stoßen, die da lautet, Jesus mittendrin. Jesus mittendrin. Das ist die Kernbotschaft des gesamten Offenbarungsbuches und auch dieses ersten Kapitels. Und dabei müssen wir methodisch einen Kompromiss wagen, das will ich gleich zu Beginn sagen. Und das wird sich auch durch die kommenden Bibeltage hindurchziehen. Wir bewegen uns auf einem schmalen Grat methodisch. Wir müssen einerseits versuchen, den großen Zusammenhang darzustellen, also den roten Faden aufzuzeigen, den Überblick zu gewinnen und uns nicht in den einzelnen Versen zu verlieren. Und dennoch müssen wir zugleich auch einzelne Fragen gründlich und solide klären und das jeweils im Rahmen eines Wochenendes. Das ist wirklich viel Grund für diese Bibeltage zu beten. Und unsere große Hoffnung ist, dass die Bibeltage eine Anleitung sind, eine Zurüstung, eine Ermutigung zum Selbststudium. Und deswegen sind wir auch dankbar, gute Bücher, gute Kommentare, gute andere Hilfsmittel anbieten zu können. Und wir werden immer wieder auch während dieser Zeit da entsprechende Empfehlungen von unseren Büchertischmitarbeitern bekommen. Aber in jedem Fall verspricht der Herr diesen Bemühungen seinen großen Segen, wie wir in Vers 3 gesehen haben. Und dann nimmt der Herr sofort seine Gemeinde in den Blick, in diesem ersten Kapitel. Nicht Israel, nicht die große Weltlage, nicht den Antichristen, sondern das zentrale Thema und der direkte Adressat ist die Gemeinde Jesu Christi, sind wir. Die Sterne sind ein Symbol für die Engel und Angelos heißt eben Bote. In diesem Falle für die Boten der Gemeinden und die Leuchter sind ein Symbol für die Gemeinden selbst. Die Leuchten sollen in dieser Welt als Zeugen ihres Herrn und sieben, das wissen Sie, ist die Zahl der Vollständigkeit und damit macht Jesus deutlich, dass er sich mit diesem Paket an seine gesamte Gemeinde wendet zu allen Zeiten. Und dieser Gemeinde kündigt Jesus durch den Apostel eine dreifache Perspektive an. Der Schlüssel zur Offenbarung findet sich schon auch zum Aufbau der Offenbarung findet sich in diesem Vers 19, wo es heißt, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. In einem einzigen Vers die Grundstruktur zum Verständnis der gesamten Offenbarung. Was du gesehen hast, diese Vision des Christus in Kapitel 1, was ist die Situation der Gemeinden, beschrieben in Kapitel 2 und 3, das wird unser Schwerpunkt heute und auch bis hinein morgen in den Gottesdienst sein. Und dann, was nach diesem geschehen wird, das sind die Kapitel 4 bis 22, die Weissagung zukünftiger Ereignisse. Und das will ich vorweg gleich sagen. Nach unserer Einsicht und Überzeugung liegen die Ereignisse ab Kapitel 4 sämtlich in der Zukunft. Im September werden wir das hermeneutisch ausführlich begründen, warum dieses Verständnis den Texten am besten gerecht wird. Ab Kapitel 4. Es gibt auch Auslegungskonzepte, die sehen die gesamte Offenbarung, betrachten sie bereits als erfüllt. Wir werden das methodisch, hermeneutisch im Rahmen der nächsten Bibeltage ausführlich darstellen, wenn wir dann auch in Kapitel 4 folgende einsteigen. Aber ich will vorab schon sagen, das ist unsere Position und wer einmal schon vorab studieren will, einen Eindruck gewinnen will, wie diese Position sich dann im Einzelnen faltet, der kann auf das nächste Paper schauen in der Mappe. Da gibt es diese Überblicksskizze, auf die wir dann vor allem ab dem nächsten Bibeltagen ausführlicher zurückkommen werden. Aber möglicherweise auch diesmal noch. Heute und morgen konzentrieren wir uns dann
auf die Situation der ersten fünf Gemeinden. Alle sieben hätten wir nicht geschafft. Ephesus und Smyrna heute Vormittag, Pergamon und Thyatira heute Nachmittag und morgen im Gottesdienst schließlich Sardes. Und wenn man genau hinschaut, das lässt sich jetzt hier nicht so leicht zeigen, also von Patmos aus hat Johannes das ja geschrieben, müssen Sie ganz scharf hingucken, und von Patmos geht es dann nach Ephesus, das ist die erste Station, das sind circa 100 Kilometer. Von Ephesus weiter hinauf in den Norden nach Smyrna. Zwischen Ephesus und Smyrna liegen circa 80 Kilometer zu fahrende Strecke. Und dann geht es noch weiter in den Norden nach Pergamon. Und von da an biegt gewissermaßen der Postbote mit diesen sieben Briefen dann wieder in Richtung Süden ab nach Thyatira. Und weiter geht's nach Süden, nach Sardes. Dann kommt man nach Philadelphia und schließlich nach Laodicea. Sieben konkrete Städte, sieben konkrete Ortsgemeinden in Kleinasien, im Gebiet der heutigen Türkei. Zugleich, wir werden das sehen, sieben verschiedene Gemeindeprofile. Und natürlich ist die Anzahl kein Zufall. Es gab in dieser Region noch weitere Gemeinden, aber Jesus hat sich darauf beschränkt, sieben Briefe zu schreiben, sieben Briefe dem Johannes zu diktieren. Zahl der Vollständigkeit, und damit macht Jesus deutlich, mit diesen sieben Briefen richtet er sich zugleich an seine gesamte Gemeinde, weltweit und durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch. Und wir müssen wissen, dass diese Briefe von Anfang an als offene Briefe angelegt waren. Also ein sehr modernes Kommunikationsmittel, dessen sich Johannes dort bedient hat, offene Briefe. Die anderen sollten mitlesen von Anfang an. Deswegen steht am Ende dieser Briefe auch immer die Formel in jedem Brief: Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden Plural sagt. Also der Brief wird geschrieben nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia, nach Laodicea. Aber dann kommt es immer: Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lest bitte in Laodicea auch mit, was Jesus denen in Ephesus geschrieben hat. Ganz wichtig. Es gibt eine bestimmte Auslegungsrichtung, die wurde ab dem 17. Jahrhundert vor allem prominent. Die meint auch in der Reihenfolge der Gemeinden einen Hinweis auf verschiedene Epochen der Kirchengeschichte zu erkennen. Also Ephesus, sagt man, entspricht dann im Wesentlichen der apostolischen Zeit und Laodicea am Ende unserer heutigen Situation. Und dazwischen liegen dann verschiedene Epochen: Staatskirche, Katholizismus, Reformation, Erweckungsbewegung, Namenschristentum im Liberalismus. Man wird sehen, ob sich das so bestätigt, als ein zusätzlicher Aspekt möglicherweise. Ich denke, man muss aufpassen, dass man nicht der Gefahr erliegt, die Dinge zu sehr zu pressen. Das kann ein Aspekt sein, der mitläuft, diese Entwicklung. Was wir ganz deutlich sehen, ist, dass die Briefe zunächst, und das können wir mit Gewissheit sagen, in eine bestimmte historische Situation hineinreden und sich zugleich an die Gesamtheit der Gemeinde wenden. Und noch ein letzter Aspekt, ganz wichtig, den wir auch während dieser Tage unbedingt im Blick haben müssen. Ein Aspekt, der in jedem der sieben Briefe vorkommt. Am Ende eines jeden Briefes richtet Jesus sein Wort über die Gemeinde hinaus immer an den Einzelnen. Da kommt es immer zu einer Individualisierung. Da sagt Jesus dann am Ende immer: Wer überwindet? Das ist im Singular gesprochen. Das heißt, wie immer die Gemeinde sich entwickelt, jetzt kommt der Einzelne in den Blick, in seiner ganz besonderen Verantwortung. Wer immer überwindet, und dann kommt eine spezielle Verheißung. Also im Brief an Ephesus zum Beispiel: Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Also, das heißt, mit diesen Briefen spricht Jesus nicht nur die Gemeinden als Ganze an, sondern immer auch jedes einzelne Gemeindeglied, jeden einzelnen Christen. Keiner kann sich hinter einer Gemeinde verstecken. Und das macht auch die Sache für jeden Einzelnen von uns hier so spannend. Du sollst nicht nur für deine Gemeinde mithören oder für irgendeine Gemeinde mithören, sondern auch für dich selbst. Jesus sagt uns mit diesen Briefen am Ende jeweils: Du stehst auch selber auf dem Prüfstand.
wie dein Leben im Licht dieser Kriterien von Jesus bewertet wird. Du stehst auch selber auf dem Prüfstand, jeder von uns. Und jetzt beginnen wir unsere Türkei-Reise und steuern mit Ephesus das erste Ziel gemeinsam an. Und ich lese Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast sie geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht. Und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies ist. Sendschreiben unseres Herrn an die Gemeinde in Ephesus. Jesus mittendrin. Wenn die Gemeinde trotz Fleiß ihr Feuer verliert. Entstanden sind diese Briefe nach allem, was wir wissen, circa 95 nach Christus, also kurz vor Ende des ersten Jahrhunderts. Und zwar gegen Ende der Amtszeit von Kaiser Domitian. Kaiser Domitian regierte von 81 nach Christus bis 96 nach Christus. Er war ein Kaiser, der die Gemeinde bekämpft und verfolgt hat, der ihr viel Not zugefügt hat. Und wir haben diese Datierungshinweise von dem Kirchenvater Irenäus. Irenäus wiederum hatte seine Informationen von Polycarp und Polycarp, auf den werden wir heute auch noch zu sprechen kommen, war wiederum ein Zeitgenosse des Apostels Johannes. Unter Domitian weitet die Christenverfolgung sich aus. Bei Nero war sie noch auf bestimmte Regionen und zeitweilig auf Rom beschränkt. Domitian hat das Ganze dann wesentlich flächendeckender angelegt, wobei die verschiedenen Regionen, das zeigen die Briefe, durchaus unterschiedlich stark betroffen waren. Zum Beispiel Smyrna schlimmer als Ephesus. Ephesus war ein Schmelztiegel. Die Stadt war attraktiv und selbstbewusst, vollgestopft mit Waren aller Art. Alle wichtigen Handelsstraßen Kleinasiens führten hier vorbei. Und so wurde Ephesus zu einem Handelszentrum mit Geld, mit gediegenen Villenvierteln, mit prächtigen Straßen, nicht nur wirtschaftlich interessant, auch den Touristen wurde viel geboten, wie man an diesem Theater sehen kann, das um die 25.000 Besucher fasste. Es gab international belegte Sportveranstaltungen. Man rechnet mit einer Einwohnerzahl zwischen 250 und 500.000. Besonders wichtig und ein großes Aushängeschild in Ephesus war der Diana-Tempel. 130 Meter lang, 67 Meter breit, 120 Säulen von verschiedenen Leuten gestiftet. Dieser Tempel zählte zu den sogenannten sieben Weltwundern der Antike. Und in seiner Mitte stand ein riesiges, pechschwarzes Standbild der Göttin Diana oder Artemis. Ein Symbol der Fruchtbarkeit. Dieser Tempel erwies sich als Zufluchtsort für Schwerstkriminelle und gleichzeitig wurde dort unter dem Deckmantel heidnischer Religion kräftig an der Prostitution verdient. Tempelprostitution, in der Ekstase eine Begegnung mit dem Übersinnlichen. Und diese Mischung aus Sex and Crime hat viele Leute seltsam angezogen. Das ist Ephesus gewesen. Nun, wo Touristen sind, gibt es auch Andenken. Für diese Andenken sorgten die Silberschmiede, das war ein ganzer Wirtschaftszweig.
Man nannte damals übrigens auch Ephesus den Markt von Asien. Also so bedeutsam sind sie in wirtschaftlicher Hinsicht eingeschätzt worden. Und es gab diese Touristenattraktion, kleine Modelle des Diana-Tempels aus Silber, die als Glücksbringer gerne verschenkt wurden. Und ja, einen letzten Einfluss dürfen wir nicht vergessen, das war der Okkultismus und die Zauberei. Wir wissen das daher, dass als die ersten Menschen dort Christ wurden, Apostelgeschichte 19 beschreibt, dass sie Zauberbücher im Wert von 50.000 Denaren verbrannt haben. Als Zeugnis, nicht als magischen Akt, um sich davon zu befreien, sondern als Zeugnis. 50.000 Tage Arbeitslohn an okkulter Literatur gingen da in Flammen auf. Das war ein Festtag. Und nun stellen wir uns vor, mittendrin in diesem Schmelztiegel die Christen. Mittendrin. Dagegen ist unsere Situation vielleicht noch vergleichsweise harmlos. Und sie mussten kämpfen, von Anfang an. So entstand eine widerstandsfähige Gemeinde, eine Sturmburg. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie diesen Brief bekommen, ist diese Gemeinde schon etwa 40 Jahre alt. 40 Jahre. Älter als unsere BEG. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dass diese Gemeinde ein besonderes Gewicht hatte in ihrem Umfeld. Sie wird besonders ausführlich auch behandelt. Sie war gegründet worden in den 50er Jahren durch Aquila und Priscilla wahrscheinlich. Paulus hatte die Gemeinde zweimal besucht. Er war mal für 3 Jahre dort gewesen, hatte regelmäßig gelehrt. Und als er dann flüchten musste, ging es trotzdem ohne ihn weiter. Diese Gemeinde war ein Orientierungspunkt für die gesamte Region. Von ihr aus wurden andere Gemeinden gegründet. Sie galten als evangelistisches Zentrum, als Lehrzentrum. Und in gewisser Weise waren die anderen Gemeinden in jener Region auch auf sie bezogen. Sie wussten, was sie den Ephesern zu verdanken hatten. 40 Jahre Gemeindegeschichte. Aber diese Jahre waren nicht spurlos an dieser Gemeinde vorübergegangen. Und deswegen schreibt Jesus ihr diesen Brief. Sie hat übrigens immer sehr prominente Gemeindeleiter gehabt, irgendwann Timotheus, der von dort aus auch einen übergemeindlichen Dienst in der Region tat. Ja, und das vergisst man oft. Nach 66 beginnt dort Johannes einen fast 30-jährigen Dienst. Also der Apostel Johannes nach 66. Er bekommt dort so eine Art Bischofssitz in Anführungsstrichen. Und nach allem, was wir wissen, schreibt Johannes von Ephesus aus auch seine Johannesbriefe. Also eine Gemeinde mit Geschichte, eine Gemeinde mit Substanz, eine Gemeinde, in die viel investiert worden war. Und eine Gemeinde, die sich in einer angespannten politischen und kulturellen Situation bewähren musste. Mittendrin. Und Jesus, der hält die 7 Sterne in seiner Rechten. Die 7 Sterne sind die 7 Gemeindeleiter, die 7 Boten wahrscheinlich, die dann jeweils Johannes besucht haben im Gefängnis. Und Jesus trägt diese Gemeindeleiter. Sie wissen sich ihrem Herrn verpflichtet, aber auch von ihm gehalten. Und sie wissen um seine Macht. Es gibt eine interessante Münze des Sohnes von Kaiser Domitian. Also dieser Christenverfolger, dessen Sohn war tragischerweise wahrscheinlich im Jahr 73 verstorben, noch bevor Domitian die Kaiserwürde erhielt. Und nach seiner Krönung gewissermaßen hat er seinen Sohn quasi nachträglich vergöttlicht. Der göttliche Cäsar, Sohn des Imperators Domitian. Und das zeigt sich in dieser Münze. Der Sohn wird dort als Baby Jupiter dargestellt, der auf einer Weltkugel thront. Und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, dass er wie ein Jongleur, dieser kleine Gott, von 7 Sternen umgeben ist, die er in den Händen hält. Der kleine göttliche Sohn des Kaisers mit den 7 Sternen. 7 Planeten vielleicht oder Hinweise auf das Sternbild des großen Bären, man weiß das nicht genau. Aber die ausgestreckten Hände des Kindes scheinen mit den Sternen zu jonglieren. Und Johannes sagt nun dagegen, nein, der die 7 Sterne in den Händen hält, ist nicht
der nachträglich vergöttlichte gestorbene Sohn des Kaisers, sondern der die sieben Sterne wirklich in den Händen hält, ist Jesus Christus gestorben und auferstanden von den Toten. Das ist eine Machterklärung. Er ist derjenige, der die sieben Sterne in den Händen hält und niemand sonst. Und dann erinnert Jesus die Gemeinde an seine Nähe, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich bin bei euch. Ich kenne eure Situation. Ich sehe genau, was bei euch los ist. Und dann sehen wir hier erstens, was Jesus ihnen attestiert, worüber Jesus sich freut. Und das ist die vorbildliche Haltung. Ich war versucht, diesen Gliederungspunkt anders zu benennen, aber habe mich dann doch ganz bewusst dagegen entschieden, weil der Begriff Haltung ja heute vielfach missbraucht wird. Wenn man sagt, man muss Haltung zeigen, dann ist damit in der Regel in der heutigen Diskussion gemeint, man muss sich der Mehrheitsmeinung anpassen und in das Horn der Herrschenden tuten, dann zeigt man Haltung. Das ist eine Gratishaltung. Aber wir dürfen uns diesen Begriff nicht wegnehmen lassen. Haltung meint genau das Gegenteil, als dass man es heute in der öffentlichen Darstellung ausgibt. Heilung bedeutet innere Bindung. Haltung bedeutet nicht mitzuschwimmen in dem, was mir die Regierung vorgibt. Und Haltung bedeutet gegen den Strom zu schwimmen und nicht mit der Masse zu laufen, die regierungsamtlich zum Demonstrieren gepampert wird. Das hat nichts mit Haltung zu tun, sondern nur mit Anpassung. Und Jesus sieht bei seiner Gemeinde eine vorbildliche Haltung. Ich kenne deine Werke, sagt er. Ich überblicke deine Situation. Und dann kommt ein ganz dickes Lob. Du bist einsatzbereit, sagt Jesus. Ich sehe deine Mühsal, Vers 2. Und das Wort, was dort für Mühsal steht, Kopos, das bedeutet harte Arbeit bis an den Rand der Belastbarkeit. Und Jesus sagt, ich sehe das. Und bedenken Sie bitte, die Umstände. Die Gemeinde in Ephesus hatte es schwer. Sie mussten in einer knallharten Umgebung zurechtkommen, in einer gottlosen heidnischen Metropole. Einer Metropole, die geprägt war von Gier nach Geld. Können Sie nochmal den Vortrag von gestern nachhören. Genussstreben aller Art, verseucht von einem blühenden Okkultismus. Da mussten sie sich bewähren. Also beschweren wir uns nicht. Und in diesem Kontext setzt die Gemeinde sich voll ein. Sie geht in die Offensive. Sie engagierte sich in der Evangelisation. Sie will den Glauben an Jesus ausbreiten. Sie nahm Stellung zu den heidnischen Missständen. Sie bezog Position. Sie versteckte sich nicht. Es waren viele Mitarbeiter da, die sich ihr Christsein etwas kosten ließen. Und sie übernahmen Verantwortung auch für ihre ganze Region und für viele kleinere Gemeinden in ihrem Umfeld. Der Epheserbrief, circa 35 Jahre vorher, war ja ein Rundschreiben von Paulus. Und trotzdem bekam dieser Epheserbrief schon bald den Namen Epheserbrief, weil er wahrscheinlich zuerst an diese Gemeinde in Ephesus ging, die dann für seine Verbreitung zuständig war. Ephesus war eine strahlende Gemeinde gewesen und in allem waren sie eine fleißige, eine arbeitende Gemeinde. Und Jesus würdigt das ausdrücklich. Es war nicht nur heißer Dampf, es war nicht nur blinder Aktionismus nach dem Motto, Hauptsache das Gemeindehaus ist voll, Hauptsache es läuft was, Hauptsache der Kaffeepott dampft. Und die sich einsetzten, die machten das, aber trotzdem soll der Kaffeepott später dampfen, also keine Sorge. Und die sich einsetzten, die machten das nicht, um sich aufzuspielen oder um sich wichtig zu tun, sondern sie taten das, um Jesus zu dienen. Sie waren keine eingebildeten Überflieger, sondern bescheidene Arbeiter. Und das sehen wir an einem weiteren Kennzeichen der Gemeinde. Sie waren nicht nur einsatzbereit, sondern geduldig. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld. Und dann wird das in Vers 3 nochmal wiederholt. Und du hast Geduld um meines Namens willen. Hypomonä. Das bedeutet durchhalten unter widrigen Umständen. Also solange alles schön, strahlend und easy ist, braucht man nicht von Geduld zu reden. Diese Gemeinde hat eine Menge ausgehalten. Wer in Ephesus den Kopf rausstreckte und sich dem heidnischen Lebensstil nicht anpasste, der bekam Druck. Also die Gemeinde konnte nicht nur nach vorne gehen, sondern sie konnte auch eine Menge aushalten. Sie konnte Prügel einstecken, sie konnte sich blaue Nasen zuziehen und sie zog nicht den Kopf ein, wenn es stürmisch wurde.
Sie hielt es aus, dass man in der Öffentlichkeit über sie herzog. Vielleicht einzelne Gemeindeglieder auch handgreiflich bedrohte. Sie wollte Menschen gewinnen und nicht um jeden Preis beliebt sein. Und Vers 3 nennt nochmal den Grund, warum sie den Druck bekam, wegen meines Namens. Also wegen der Botschaft, dass Jesus der einzige Retter ist. Sie bekam den Druck nicht, weil sie sich so weltfremd und seltsam ihrer Umwelt gegenüber verhielten, sondern wegen ihrer Substanz. Warum haben sie das riskiert? Warum haben sie so viel ausgehalten? Das sehen wir an dem nächsten Kennzeichen. Sie waren wahrheitsliebend. Ich kenne deine Werke, deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast sie geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht. Und hast sie als Lügner befunden. Du hast sie enttarnt. Wahrheitsliebend. Sie kannten die Bibel, sie liebten das Wort Gottes. Und deswegen konnten sie nicht einfach zusehen, wenn sich Dinge in die Gemeinde einschlichen, die gegen Gottes Wort waren. Ich weiß, Vers 2, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Warum kannst du die Bösen nicht ertragen? Weil du ein sensibles Gewissen hast. Ein Gewissen, das ausschlägt, wenn es um das Wort Gottes geht. Und da kannst du nicht einfach fünfe gerade sein lassen. Da kannst du nicht einfach sagen, ja, man muss das alles nicht so eng sehen, man muss ein bisschen Geduld haben. Man kann nicht alle Hasen gleichzeitig jagen. Und was der Sprüche sonst noch sind. Und wissen Sie, in der ersten Generation, da waren viele gewesen, das müssen wir auch sehen, die aus einer dunklen Vergangenheit kamen. Denken wir nochmal an die verbrannten Zauberbücher. Diese Leute kannten die Lüge. Sie hatten begriffen, dass es zwischen Licht und Finsternis keinen Mittelweg gibt. Und deshalb verabscheuten sie faule Kompromisse. Hier zahlte sich aus, dass Paulus 3 Jahre lang in Ephesus gepredigt hatte. Und wenn wir das mal weiterrechnen, die 20-Jährigen von damals waren jetzt etwa 60. Also im besten Alter eine Gemeinde zu leiten gewissermaßen. Und bestimmt hat man sie wegen ihrer Wahrheitsliebe als fanatisch bezeichnet, als kleinlich. Aber sie wussten, bestimmte unangenehme Dinge werden wir nur durchkämpfen, wenn unser Gewissen uns treibt. Und wenn es hart auf hart geht, dann werden wir nur richtig handeln, wenn unser Gewissen uns Beine macht. Sonst werden wir den Weg des geringsten Widerstandes wählen. Und darum, liebe Leute, lasst uns achten auf unser Gewissen. Es gibt Christen, die haben ihre Gewissen systematisch ausgeleiert. Es gibt Christen, die können mit einer Bierruhe zusehen, wenn unbiblische Dinge gelehrt und gelebt werden. Und die halten ihre Gleichgültigkeit für Gelassenheit. In Ephesus war das anders. Und darum war diese Gemeinde standhaft. Darum konnte sie nicht nur der Verfolgung von außen widerstehen. Das war bei denen offensichtlich gar nicht das Hauptproblem. Das sehen wir dann gleich in Smyrna. Sondern vor allem gegen die Verführung von innen. Und überlegen Sie mal, 40 Jahre vorher hatte Paulus die Gemeindeleiter von Ephesus genau vor dieser Verführung gewarnt, gegen die sie sich jetzt wehren mussten. Apostelgeschichte 20, diese ergreifende Abschiedsszene, wo Paulus sagt, ab Vers 28, aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um Jünger an sich zu ziehen. Aus eurer Mitte werden Leute aufstehen und Teile der Gemeinde wegzuziehen, versuchen von der biblischen Wahrheit. Und diese Situation war eingetreten. Und jetzt fragen wir nochmal genauer nach, worin bestand diese Verführung? In Ephesus waren Leute aufgetreten, die falsche Lehren verbreiteten. Sie gaben sich als Apostel sogar aus, wie wir in Vers 20 lesen. Die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht. Also sie traten mit einer apostolischen Autorität dort auf. Die konnten ihr Anliegen gut verkaufen. Aber der Kern der Gemeinde ist diesen Wölfen im Schafspelz nicht auf den Leim gegangen. Vers 2, du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind sich, und hast sie als Lügner befunden. Du hast in den Luftballon reingestochen. Du hast diese Blase platzen lassen. Und was waren das für Leute? In Vers 6 werden sie nochmal benannt als Nikolaiten. Die Werke der Nikolaiten. Was sind Nikolaiten? Wörtlich Besieger des Volkes. Es ist nicht so ganz leicht zu greifen, was sie getan haben, aber man kann es vielleicht so bündeln, sie wollten die Christen dazu bewegen, mehr Kompromisse mit ihrer heidnischen Umwelt zu schließen. Die sollten sich nicht so stark abgrenzen. Heute würde man wahrscheinlich sagen, sie sollen sich besser integrieren. Und was man so in etwa feststellen kann, da hilft uns Irenäus, der Kirchenvater, dass sie wohl lehrten, es ist kein Problem, wenn man mal die Ehe bricht oder wenn man mal am Götzendienst teilnimmt. Lehre der Nikolaiten.
das geht in eine libertinistische Richtung. Nicht so eng die Gebote Gottes fassen. Ein bisschen freizügiger sein. Und einige meinen, das sei zurückzuführen auf den Nikolaos, einen der Diakone aus Apostelgeschichte 6, aber das ist eher unwahrscheinlich. Sie haben sich auf ihn berufen, aber es ist nicht gesagt, dass er wirklich auch Ansätze für eine solche Lehre geliefert hätte. Okay, das waren die Nikolaiten. Und wir wissen um das Problem der Anpassung an die Gesellschaft um uns herum. Wir kennen das. Und wir wissen, dass es inzwischen Gemeinden gibt, die sich früher einmal auf einen biblischen Kurs wähnten und heute ganz offen dafür eintreten, dass man auch Homo-Ehen kirchlich segnen müsste. Das hätten die Epheser nicht zugelassen. Denn sie waren einsatzbereit, geduldig, wahrheitsliebend und schließlich konsequent. Das ist die letzte Eigenschaft hier. Du hast sie geprüft und hast sie als Lügner enttarnt. Verstehen Sie, die Gemeinde hat gehandelt. Die Gemeinde hat nicht zugeguckt und gesagt, naja, das läuft sich tot, die werden schon wieder eingehen, man darf ja keinen verurteilen, sie sind nur eine Minderheit, die werden uns nicht so sehr schaden, also seien wir mal nicht so streng. Haben die nicht gemacht. Sondern sie haben die Lügner mit Gottes Wahrheit konfrontiert. Diese Ephesus-Christen hatten den Mut, ihre Bibel einzusetzen und Lüge als Lüge zu benennen, weil sie wahrheitsliebend waren und darum auch konsequent. Und wissen Sie, es ist vergleichsweise leicht, mit Hilfe der Bibel Irrlehre zu erkennen. Aber es ist vergleichsweise schwer und es kostet Mut, diese Erkenntnis dann auch umzusetzen. Und das haben die Epheser wirklich versucht. Sie haben, soweit es ihnen möglich war, der Unwahrheit keinen Raum gelassen. Sie haben sich nicht in Grautöne gekleidet, sondern sie liebten das helle Licht der Wahrheit. Sie wussten, dass sie nicht unfehlbar sind, aber sie vertrauten der Klarheit der Heiligen Schrift und sie waren bereit, das Schwert des Geistes auch zu nutzen. Und das sind ganz konkrete Fragen, die sich uns bis heute stellen. Wie etwa äußern wir uns zu bestimmten falschen Lehren der charismatischen Bewegung, wenn es darum geht, persönliche Eindrücke gleichwertig neben die Aussagen der Bibel zu stellen? Wie reagieren wir dann? Wie reagieren wir dann, wenn bestimmte Strömungen durch ein fragwürdiges Liedgut in die Gemeinden hineingetragen werden? Wie reagieren wir, wenn uns plötzlich nahegelegt wird, wilde Ehen doch nicht vom Abendmahl auszuschließen? Oder den Transgenderismus mit einer gewissen Sympathie zu begleiten? Wie reagieren wir etwa auf Projekte und Aktionen wie The Chosen, wo nachweislich falsche Lehren über Jesus verbreitet werden? Wie reagieren wir drauf? Wir wissen ja, dass inzwischen auch in manchen ja freikirchlichen und eigentlich als evangelikal geltenden Zusammenhängen dieser Film enorm promotet wird, wie etwa von der CJ, also der christlichen Jugendpflege. Das ist ein Jugendwerk der Freien Brüdergemeinden in Deutschland. Sie promotet die Verbreitung dieses Films. Sie erstellt Material dafür und sagt, ja, wir wollen uns auch kritisch damit auseinandersetzen. Aber wenn Sie sich das Begleitmaterial angucken, dann werden Sie davon Kritik nicht viel finden. Und wie wollen Sie Menschen an die Bibel heranführen mit einem Material, das von vornherein weit, weit von der Bibel entfernt ist und ein völlig vermenschlichtes, schiefes Bild unseres Herrn und Heilandes und Gottes Jesus Christus zeigt? Und viele sind nicht bereit, dann eine klare Linie zu ziehen und The Chosen als das zu benennen, was es ist. Oder wie reagieren wir darauf, dass der Staat immer stärker eindringt in bestimmte Bereiche, die der Gemeinde Jesu vorbehalten sind? Wie reagieren wir darauf? Es gibt eine interessante Meldung vom World Economic Forum. Ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben. Ich habe das an anderer Stelle schon mal erwähnt. Also wir wissen ja, dass das Weltwirtschaftsforum in Davos seit Jahren durch Erklärungen an die Öffentlichkeit tritt, in denen massiv Einschränkung bürgerlicher Freiheiten gefordert wird und eine zentralistische Machtkonzentration. Wir kennen Namen wie Klaus Schwab oder Yuval Harari.
Und nun sehen wir, dass das World Economic Forum auch zunehmend religiöse Gruppen in diesen Prozess einbeziehen will. Und eine Gruppierung, die sich dort sehr offen und begeistert beteiligt, ist die weltweite Evangelische Allianz, World Evangelical Fellowship. Sie ist also einer der Hauptverfasser eines WEF-Berichts Glaube in Aktion, der sich um die Frage dreht, wie religiöse Player noch besser zusammenarbeiten können, um die globalen Krisen zu bewältigen. Und die Weltallianz hat diesen offiziellen Report Faith in Action entscheidend mitgestaltet und hat über die Presse auch bekannt gegeben. Die WEA hält an ihrer Pressemitteilung fest, dass sie sich auf eine kontinuierliche Beteiligung an der Glaubens- und Wirtschaftsgemeinschaft am World Economic Forum freut und darauf viele evangelisch geführte Unternehmen in die Diskussion einzubeziehen. Und wenn man dann schaut, wer alles diese Erklärung zur Kooperation mit unterschrieben hat, Glaube in Aktion, dann steht dort auf Seiten der Weltallianz Thomas Schirmacher, der ja vielen bekannt ist, hier im Gespräch mit dem Papst. Also der Papst ist rechts, ne? Das sehen Sie. Und wenn Sie schauen, wer alles diese Erklärung mit unterschrieben hat, dann ist das neben Thomas Schirmacher eben auch Anil Sakia, der zu einer buddhistischen Universität gehört, ein Vertreter der Baha'i International Community, Bani Dugal, dann eine Amma, Founder einer Amritan Mai-Bewegung. Sie finden dort einen Spiritual Leader und Chairman der Guru Nanyak-Bewegung und viele, viele andere. Und Guru Nanyak war ein Heiliger und Religionsstifter des Sikhismus. Er wird als der erste der 10 Sikh-Gurus verehrt. Und diese Amma wird beschrieben als eine indische geistliche Führerin mit weltweiter Anhängerschaft. Sie wird als Avatar-Guru verehrt. Und sie alle stehen dort schiedlich friedlich nebeneinander, um gemeinsam über Religion unter dem Dach des World Economic Forums nachzudenken. Das hätten die Epheser so auch nicht gemacht. Und ich will damit nur zeigen, es ist nicht selbstverständlich, dass man sich so verhält wie die in Ephesus. Es ist so leicht, in all diese Verführungsmechanismen hineinzurutschen und einfach mitzumachen. Aber sie waren konsequent. Du hast sie geprüft und als Lügner befunden. Eine vorbildliche Haltung. Ein leuchtendes Vorbild. Und Jesus sieht das. Und Jesus benennt das und er listet das auf. Er freut sich darüber, er würdigt das. Und trotzdem ist seine Diagnose damit noch nicht abgeschlossen. Weil Jesus in dieser Gemeinde einen Krankheitsherd entdeckt hat, der auf Dauer all das Gute kaputt machen kann. Und das ist der versteckte Herzfehler, auf den Jesus in Vers 4 zusteuert. Wo er sagt, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Das ist der versteckte Herzfehler. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Was ist damit gemeint? Was haben die Epheser verloren? Wovon sind sie gewissermaßen heruntergefallen? Auf den ersten Blick könnte man denken, Jesus wollte sagen, ihr eifert euch so wegen der Wahrheit, dass ihr gar nicht mehr liebevoll miteinander umgeht, dass ihr euch nur noch eure Argumente an die Köpfe haut. Also seid mal in der Wahrheitsfrage etwas großzügiger, dann klappt es mit der Liebe besser. Aber sie haben gemerkt, das will Jesus hier überhaupt nicht sagen. Das wäre viel zu kurz gesprungen. Was ist die erste Liebe? Im Alten Testament finden wir die Erklärung beim Propheten Jeremia in Kapitel 2, Vers 2. Da geht es um das Volk Israel, wie die ersten Jahre aussahen, als sie mit Gott lebten nach dem Auszug aus Ägypten. Und Jeremia schreibt, Jeremia 2, Vers 2, ich erinnere mich an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in der Wüste. Also die Liebe der Brautzeit ist die Liebe Israels zu dem lebendigen Gott. Und analog dazu ist die erste Liebe im Neuen Testament die Liebe der Christen zu dem lebendigen Jesus, der hier spricht. Und diese persönliche erste Liebe verschwindet langsam aber sicher aus der Gemeinde. Das hatte sie geprägt vor circa 40 Jahren. Sie hatten Jesus an die erste Stelle gesetzt. Das war nicht einfach nur ein Glücksgefühl, sondern das war diese tiefe Dankbarkeit für seinen Tod am Kreuz. Das Staunen über seine Großzügigkeit und Liebe.
die Freude über das Wunder der eigenen Bekehrung und diese unbedingte Bereitschaft, Jesus im Großen wie im Kleinen zu folgen und nach seinem Willen zu suchen. Und dieser Drang, das Gespräch mit Jesus zu suchen, alles mit ihm zu besprechen. Was ist dein erstes Anliegen nach dem Aufstehen und dein letztes vor dem Zubettgehen? Und genau diese Liebe war der Gemeinde verloren gegangen. Sie hatten sich nach und nach davon entfernt. Sie waren in die Jahre gekommen. Und so hatte sich dieser versteckte Herzfehler eingestellt. Das fiel nicht allen gleich auf und es wird auch nicht bei allen so gewesen sein. Aber das Gesamtbild der Gemeinde wurde immer mehr davon bestimmt. Ja, sie traten den Irrlehren noch entgegen. Ihr Wahrheitsgewissen schlug noch irgendwie aus. Sie wären nicht auf den Gedanken gekommen, plötzlich im Diana-Tempel irgendwie mitzumachen. Sie waren wohl auch bereit, weiterhin gesellschaftliche Nachteile zu ertragen. Sie ließen ihre Gemeindekreise nicht eingehen. Sie rackerten weiter. So viel Selbstdisziplin hatten sie glücklicherweise gelernt. Und das war immerhin nicht nichts. Aber das Feuer war weg. Und darum unser Titel, wenn die Gemeinde trotz Fleiß ihr Feuer verliert. Damit ist nicht einfach die jugendliche Begeisterung gemeint, sondern der Schmelz der ersten Liebe. Manche der Alten, nicht alle bestimmt, aber waren müde und routiniert geworden. Und vielleicht erzählten sie noch manchmal von der guten alten Zeit, von den 3 Jahren, als Paulus bei ihnen aus- und eingegangen war. Ach, wisst ihr noch, Paulus, wenn der erstmal anfing und nicht mehr aufhörte. Aber was war geblieben? Und Jesus legt liebevoll den Finger darauf. Er könnte auch Sprüche 4, Vers 23 zitieren. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Sprüche 4, 23, behüte dein Herz. Bei vielen war von dem alten Feuer nur noch eine müde Glut übrig geblieben. Früher hatten sie für Jesus gebrannt. Aber jetzt war das Jammern über die schwierige Situation und die viele Arbeit lauter als ihre Loblieder. Und manche machten einfach nur noch mit, weil sie mal angefangen hatten. Und manche der Jungen, nicht alle. Manche der Jungen wuchsen eben in diese Tradition hinein. Sie machten das mit, weil sie es kannten. Sie hielten sich einigermaßen an die Regeln. Aber wenn man sie fragte, liebst du Jesus? Kamen sie ins Stottern. Wie gesagt, nicht alle, aber es gab zu viele, die davon betroffen waren und deswegen wirkte sich das auf die ganze Gemeinde aus. Und so wurde diese immer noch fleißige, standfeste Gemeinde nach innen und von innen ausgehöhlt. Die Heiden in Ephesus merkten das nicht. Die werden wahrscheinlich gesagt haben, die sind stur und fundamentalistisch wie eh und je. Und in der weltweiten Christenheit genoss Ephesus immer noch einen guten Ruf als Sturmburg, als missionarische Bekenntnisgemeinde. Aber Jesus sah unter seinem Röntgenschirm den versteckten Herzfehler. Und darum braucht diese Gemeinde jetzt Hilfe. Die kann nur von Jesus kommen. Menschlich ist ihr nicht mehr zu helfen. Und darum dieses Sendschreiben. Ein behutsamer, aber ein zupackender Brief. Und er endet mit dem verordneten Heilmittel. Das ist das Letzte, das verordnete Heilmittel. Jesus sagt zunächst in Vers 15, denke nun daran, wovon du abgefallen bist. Das heißt nicht, schwelge in guten alten Zeiten, sondern mach dir klar, was passiert ist. Guck mal, was du verloren hast. Überlege bitte ehrlich, wo du stehst. Wie konnte das passieren? Die waren noch so engagiert. Aber ja, gerade irgendwann hatte der Einsatz für Jesus die Liebe zu Jesus verdrängt. Und irgendwann, wir kennen das doch, war die Arbeit für die Gemeinde wichtiger als die Zeit mit Jesus, Maria und Martha. Und man hat immer noch ein gutes Gewissen, wenn man sagt, ich tue es ja für Jesus. Wie jener Geschäftsmann, der keine Zeit mehr hatte, ist als Vergleich, sich um seine Familie zu kümmern, weil er alles ins Geschäft steckte. Und wenn sich das Gewissen meldet, sagt er, ich tue es doch für meine Familie. Ist doch unser Familienbetrieb. Und meine Kinder sollen ihn ohne Schulden erben. Ich tue es für meine Kinder. Das war ehrlich gemeint bestimmt. Er rackerte für die Kinder, aber er hatte keine Zeit für sie mehr. Und so rackern manche für Jesus, für seine Gemeinde, für seinen Betrieb. Aber sie haben kaum noch Zeit. Und Jesus sagt, denke dran, was du verloren hast. Erkenne den Unterschied zu früher. Damit ist schon ganz viel gewonnen. Und dann der nächste Schritt, tue Buße, kehre um. Bitte Jesus um Vergebung für deinen Mangel an Liebe und um Kraft, deine Prioritäten zu ändern.
Bring die Gewichte ins Lot. Erst kommt Jesus selbst an die Arbeit für ihn. Korrigiere das. Sei dir gegenüber jetzt genauso konsequent, wie du zu Recht gegenüber den Irrlehrern gewesen bist. Ändere dein Leben an der Stelle. Ja, und wie soll das gehen? Das ist der nächste Satz. Und tue die ersten Werke. Das heißt, praktiziere die erste Liebe. Leb wieder so bewusst mit Jesus, wie du es am Anfang getan hast. Du musst das nicht fühlen, du musst es tun. Und über das Tun wird dann auch sozusagen dein Inneres wieder nachgezogen werden. Aber der Herr sieht's doch. Leb wieder bewusst mit Jesus. Die ersten Werke sind der Ausdruck der ersten Liebe. Du sollst nicht irgendwelche alten Gefühle wiederbeleben, du sollst dich nicht in Nostalgie flüchten, sondern du sollst wieder so leben und handeln, wie es der ersten Liebe zu Jesus entspricht. Und je mehr Einzelne in Ephesus das tun, umso besser wird es für die ganze Gemeinde werden. Es gibt ja zum Thema erste Liebe dieses berühmte Gedicht von Schiller aus der Glocke, ne? Errötend folgt er ihren Spuren und ist von ihrem Gruß beglückt. Das Schönste sucht er auf den Fluren, womit er seine Liebe schmückt. Oh, zarte Sehnsucht, süßes Hoffen. Der ersten Liebe goldene Zeit. Das Auge sieht den Himmel offen, es schwelgt das Herz in Seligkeit. Oh, dass sie ewig grünen bliebe, die schöne Zeit der jungen Liebe. Goethe, ne? Quatsch, Schiller, aber Goethe hätte es auch hingekriegt. Der hätte es auch hingekriegt. Aber was Schiller hier beschreibt, was beschreibt Schiller hier? Er beschreibt die erste Verliebtheit. Aber wenn daraus echte Liebe wächst, dann ist das noch viel mehr. Dann wird aus einer gehobenen Stimmung eine feste Verbindung und eine beglückende Geborgenheit. Dann sehnt man sich danach, mit dem anderen zusammen zu sein. Man nimmt sich Zeit füreinander. Man braucht die Nähe des anderen. Und man wird immer wieder dankbar, dass man ihn hat. Im Alltag kann das manchmal so ein bisschen untergehen. Da knurrt man sich vielleicht auch mal an. Ist nicht gut, aber auch nicht so ganz die Katastrophe. Sollte man schnell um Vergebung bitten wieder. Aber man will doch nicht mehr ohne den anderen sein. Diese Liebe ist viel mehr als ein Gefühl. Sie geht viel tiefer. Es ist der feste Wille, für den anderen da zu sein. Liebe ist ein Tun. Sie hält durch, sie hält fest. Und so ist das mit der ersten Liebe zu Jesus. Das ist nicht ein schönes religiöses Gefühl, eine mystische Stimmung, da kann man sich mal leicht durch Musik hinein manipulieren lassen. Sondern es ist Danken, dass ich zu ihm gehören darf. Ich bin froh, dass er mein Leben führt. Und ich möchte so gern regelmäßig die Verbindung zu ihm aufnehmen, obwohl ich um meine eigene, ja, manchmal schwankende Art weiß. Und ich bin bereit, in meine Entscheidung um seine Wegweisung zu bitten. Und aus der Liebe zu Jesus folgt dann auch die Liebe zu den Mitchristen und die Liebe zu seiner Wahrheit. Jesus sagt, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Also das ist nochmal ganz wichtig. Ich will das deutlich machen, damit hier kein Missverständnis entsteht. Bei einer wiedererwachten ersten Liebe rückt die Wahrheitsfrage nicht in den Hintergrund. Sondern im Gegenteil, und Jesus macht das extra nochmal deutlich, das ist so auffällig. Nachdem er die Sache mit der Liebe gesagt hat, kommt er nochmal zur Lehrfrage zurück und um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, ja? Er sagt in Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt, so denk nun daran, wovon du abgefallen bist, und dann Vers 6, aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Also das mach weiter, das ist richtig, das ist gut, da bleib dran. Das Motto ist also nicht Liebe statt Wahrheit, sondern Liebe und Wahrheit. Wahrheit aus Liebe und Liebe aus Wahrheit. Halt die Wahrheit fest, kein Zentimeter abweichen. Und je echter deine Liebe zu Jesus, umso fester wird deine Bindung an sein Wort sein. Und dann schließt Jesus mit einer Prognose. Und damit kommen wir gleich zur ersten Pause. Jesus sagt, dein Herzfehler muss behandelt werden. Und er macht deutlich, was geschähe, wenn sie das nicht täten, am Ende von Vers 5. Dann sagt er, wenn aber nicht, so werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Das ist der Gemeinde gesagt. Er sagt, wenn sich das in der Gemeinde durchsetzt, wird sie eingehen. Sie wird ihre Leucht- und Zeugniskraft verlieren, sie wird in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, bis dahin vielleicht, dass sie irgendwann ganz geschlossen wird. Und wohlgemerkt, die einzelnen Christen, die echten Christen in der Gemeinde, die werden durchkommen. Das sagt Jesus auch in Vers 7. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Also die Überwinder, das sind die Leute, die an der ersten Liebe zu Jesus festhalten, beziehungsweise die wieder zur ersten Liebe zurückkommen. Werden wir morgen in Sardes noch was dazu sehen.
oder die sich zum ersten Mal bekehren, die werden dabei bleiben und die werden freien Zugang zur Fülle des ewigen Lebens haben. Das meint dieser Vers 7, Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Davon werden wir in Offenbarung 22, Vers 2 wieder lesen. Dieser Baum des Lebens, der deutlich macht, du wirst nie mehr vom Herrn getrennt sein. 22,2, mitten auf dem Platz auf beiden Seiten, Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte jeden Monat, bringen sie ihre Frucht. Also ewig zu Hause bei Jesus, du wirst einen neuen unsterblichen Leib bekommen. Wer überwindet, dem steht das alles offen. Und damit macht Jesus nochmal klar, jeder ist für sich persönlich. Keiner kann sich hinter der Gemeinde verstecken. Aber je mehr persönlich aufwachen, umso besser für die ganze Ortsgemeinde. Und es gibt ein paar gute Indizien. Also rund 10 Jahre nachdem Johannes das schrieb, schreibt der Bischof Ignatius der Gemeinde von Ephesus und erwähnt gleich am Anfang ihren Glauben und ihre Liebe in Christus Jesus. Also Ignatius betont das extra. Und er bescheinigt auch dem Bischof von Ephesus, dass er in unbeschreiblicher Liebe handele. Also das sind Indizien aus der frühen Kirchengeschichte, die zeigen, dass das doch offensichtlich gegriffen hat. Es hat einige Jahre gegriffen, sogar längere Zeit. Und es sind noch viele zum Glauben gekommen. Nach dem 5. Jahrhundert starben Stadt und Gemeinde. Aber das waren noch viele Jahre. Und bis dahin haben noch viele den Weg zu Jesus gefunden. Später heißt es dann über die Gegend von Ephesus, Mücken und Malaria übernahmen zunehmend Herrschaft über sich entvölkernde Landschaften. Mücken und Malaria. Aber sie hatten noch ein paar Jahrhunderte gewonnen. Jahre, Jahrhunderte, in denen der Herr in Ephesus geehrt wurde und Menschen gerettet für die Ewigkeit.